Hallo meine Damen und Herren, ich bin's, euer Karl Kuschinski, und heute haben wir mal eine Special Occasion für euch, denn wir pimpen jetzt Häuser live auf twitch.tv. Ihr seht's jetzt hier nebenan schon, da wird ordentlich gespammt, also folgt mal gerne auf Twitch rein, damit ihr auch immer beim nächsten Mal vielleicht dabei sein könnt. Denn was uns aufgefallen ist, wir haben natürlich Geld gemacht in letzter Zeit, aber das geht noch besser. Wir müssen natürlich mal ein bisschen stocken. Und ich habe auch gehört auf internet.de, dass man Grundstücke kaufen kann. Wir können das Ganze hier auch noch erweitern und so, und deswegen geht's auf jeden Fall dann gleich ans Eingemachte. Letzte Folge haben wir gesehen, haben wir hier alles gepimpt. Da oben ist übrigens noch Dreck an der Decke. Ich denke mal, das Ganze werde ich jetzt zu so einem Highlight auf YouTube zusammenschneiden. Also wenn du das jetzt siehst auf YouTube.de, dann habe ich es gemacht. Mensch, der Kalle ist heute wieder was schlau, du. Das ist unfassbar. Fab, fab, fab. Unseren Laptop haben wir hier ins Badezimmer gestellt. Oh, mein Klo ist nicht montiert. Da löppt der ganze Scheiß raus. Wie machen wir das denn? Schnell mal die Schrauben hier reinbuttern. Jetzt haben wir natürlich niemanden, der meine Aufträge vorlesen kann. Offensichtlich, weil es hier live in the game ist, Alter. Befreie mich von dieser schrecklichen Farbe, Süßer. Micha ist ein bisschen so, ja? Ich mach direkt einen Knopf auf. Da zahlst du vielleicht ein bisschen besser, weißt du? Ich freue mich, dass du mir deine Hilfe bei der Renovierung angeboten hast. Ich hoffe, dass das Angebot immer noch aktuell ist. Du würdest doch so einer tollen Person wie mir nicht absagen, oder? Zwinker, zwinker, Alter. Doch bevor meine Cousine von einer Tournee wiederkommt, musst du alle Wände neu streichen. Mit normalen Farben, selbstverständlich. Ruhig, gelassen, du weißt, was ich mag. Küsschen, Michael Brandt. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Hallo! Micha, wo bist du? Komm mal ran auf den Zentimeter, du. So, was ist denn hier? Streiche mit den Farben. Verblichene Zitrone. Aber was hat er denn gegen die Farbe? Das ist doch voll in Ordnung. Was will er denn hier? Heller Pfirsich. Also, der will alles heller haben. Guck mal, hier sogar ein bisschen mit Muster. Das haben wir letztens bei uns im Office auch schon ein bisschen probiert. Was ist hier? Oh, das riecht nach Partykeller. Das sehe ich doch so. Vielleicht kriegt er hier so eine kleine Sadomaso-Ecke oder sowas. Da, ja, da sehen wir uns. So, genau, und hier hatten wir noch ein Schlafzimmer. Schläfriges Blau will er hier. Bedeutet, er will eigentlich nur, dass wir streichen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir könnten dem den Wunsch erfüllen, einfach alles zu streichen und nichts mit Fabrollen zu machen. Oder wir streichen den die ganze Bude und knallen dem unten im Keller alles voll. Jetzt kommt der langweilige Part, und das ist jetzt hier der Part für euch hier im Stream, wo ich eigentlich immer in der Aufnahme natürlich vorspule. Und das ist das Streichen, weil es ist arschlangweilig. Und dann mache ich immer diese geile Mucke. Dab, dab, bada, 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 bada. So, und das ist jetzt natürlich für euch hier natürlich so ein bisschen scheiße, Alter. Das ganze Haus voller Fabrollen. Nee, es darf auch nicht den Glanz verlieren, weißt du, wie ich meine? Fabrollen sind notwendig. Fabrollen sind auch schön und gut. Aber da muss man natürlich ein bisschen aufpassen mit der Menge. Nicht jeder kommt darauf klar. Wenn der Micha hier seine Monika oder wie die alte da hieß, da wieder nach Hause holt, die darf ja keinen Schock fürs Leben kriegen. Also, jetzt natürlich die Frage, machen wir es im Keller oder im Schlafzimmer mit den Fabrollen? Der Keller muss ballern, Alter. I see trees of green. Red, white, and gray. I'm a narcoy. I'm a narcoy. And I coy to myself. What a wonderful coy. Das schläfrige Blau, muss ich sagen. Also der Micha. Ich finde, es sieht besser aus als dieses Kotzgelb, ne? Ich finde richtig geil, dass ich mich von meinem Chat habe überreden lassen, jetzt dieses Spiel zu streamen. Ehre an euch. Ehre geht maximal raus. Ah, hier unten, da. Das sind immer die Ritzen. Da muss man aufpassen. Da muss man auch als professioneller aller Ultras GmbH, Mitarbeiter, Besitzer, Unternehmer und vor allem da muss man auch mal durchgreifen. Aber wir haben jetzt schon 1300 Taler gemacht. Nur weil wir ein bisschen gestrichen haben. Das ist schon unnormal viel Geld. Oh, diese Stühle sind echt bequem. So, machen wir wieder zu. Verblichene Zitrone. Das ist das, was wir jetzt brauchen hier. Gib mir das mal, gib mir das mal her. Zack. Das sieht echt aus nach Kotze, ne? Gucke mal. Oh, Schockisel. Amen. Na, Koyon. Alter, das ist ja unnormal melont. Streichi, 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 streich. Amen, na, was kommt jetzt gleich?
Ich weiß nicht, wo Micha ist. Ich glaube, er hat sich verpisst. Streichi, 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 Streich. Die Farbe finde ich scheiße. So. Also manchmal, ich frage mich ja selber, wo das manchmal herkommt. Das ist natürlich jetzt hier Fake News. Wir stehen hier vor einem Spiegel. Welche Farbe seht ihr in dem Spiegel? Tell it. Tell me from the tearing up my heart. Und ich drehe mich um und sehe das. Hausflipper TV, wenn du jetzt zufällig gerade hier bist. Was ist das? Das ist doch nicht real. Ich habe schon vieles gesehen in meiner Laufbahn. Wir haben schon eine Baufirma aufgemacht. Ihr wart dabei. Wir haben jetzt hier die Entrümpelungs-Tine-Wittler-Firma à la Ultras GmbH gemacht. Aber das... Was für ein Lügenspiegel. Wahrscheinlich denkt Michael doch deswegen, dass er schön ist. Weil der Spiegel lügt. Der tut Lügen, tut er. Das ist er. Zack, abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist nicht sein Ernst. Nee, kannst hier draußen bleiben. So eine Scheiße kommt mir nicht ins Haus. Ich hab gute Laune. Das ist hier, ich meine, hier hast einen ganz normalen Malerauftrag. Und jetzt mal, guck mal aufs Geld. Da haben wir jetzt schon fast so viel verdient, wie in der gesamten Folge letztes Mal. Und da haben wir Sachen gekauft, da haben wir Dinge gemacht. Und hier sind wir jetzt schon nach zweieinhalb, sind wir schon fast bei dem, das ist doch nicht normal, Alter. Boah, unnormal. Das Kind braucht auch Fabrollen. Meinst du? Das ist Kunst. Das ist doch Kunst. Diese Ecke ist Kunst. Guck dir das an. Ich bin ein Künstler. Ganz ehrlich, das sieht doch geil aus. Das heißt, wir werden jetzt... Was passt denn gut zu Fab? Wenn wir ans Fappen denken, an welche Farbe? Der ist schwarz. Schwarz-rosa, das finde ich richtig gut. Also sieht ein bisschen nach Gefängnis aus, ne? Und dann noch schön mit dem Rosa. Oh, und dann... egal, wir streichen das eh noch drüber. Und dann machen wir auf dem Schwarzen überall Fabrollen. So, der Micha, der bekommt hier einen richtigen Partykeller. Also es passt perfekt. Also ich finde, es sieht jetzt schon sehr, sehr stark aus. Wie gesagt, hier drinnen werden wir dann anders das Ganze handhaben. Hier wird es nochmal komplett anders. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Tür reinsetzen wollen. Aber ich glaube schon. Boah. Abenteuer-Edis. Wir streichen die Scheiße in der Scheiße. Oh, guck's dir an. Da kriegst du doch direkt Gefühle. Guckt euch das an. Der Micha wird sich freuen. Der kommt hier nachher rein und wird sagen, geil. Twinkle, twinkle, little star. Ich sag gerne Amen. Oh, neue Fertigkeit. Es wurde mal langsam Zeit, Alter. Schnellere Streichen. Wir haben einen unserer Aufträge erfüllt. Also ich würde jetzt wirklich die ganzen schwarzen Dinger hier voll machen. Einfach klasse. Unnormal belohnt. So, Toilettenpapierhalter, ganz viele. Ich find's schon hilarious. Geht natürlich auf Dauer auch ins Geld, ne? Das ist hier eine Investition. Stell dir mal vor, du kommst in diesen Stream, kennst das alles hier nicht, was hier gerade passiert. Und dann hat jemand Klopapierrollen und knallt die an die Wand. Und denkst dir so, was passiert hier gerade? Ich finde, das ist schon ein tolles Kunstwerk geworden. Guckt euch das mal. Also guckt euch das mal an. Das sieht doch geil aus. Wirklich, das ist Kunst. Allein dieser Anblick, ne? Dieser Anblick ist schon Gold wert. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. So, ja, here we are, my ladies and gentlemen. Hier ist your Fab Room, Alter. The one and only Fab Room. Weißt du, der Micha, der wollte eigentlich nur, dass wir für ihn streichen. Das ist jetzt der ultimative Fab Room. Da kann man mal ordentlich, ne? Das bedeutet, du kommst hier rein, ich hab wieder dicke Eier, Alter. Welche Rolle nehme ich denn mal heute? Dann denkst du dir so, ich nehme mal die. Gehst dann hier so in dein Fab-Zimmer. Okay, hier müssen wir eigentlich noch was machen. Also, ihr müsst eigentlich nur einen Sessel und einen Fernseher rein, ne? Ah, so. So, TV. Wir können auch mehrere nehmen. Dann kann man sich auch auf verschiedene Programme gleichzeitig konzentrieren. Weißt du, wie ich meine? Wenn der eine Film scheiße ist, dann guckst du halt auf den anderen. Hast du hier Programm, dann hast du da Programm. Der ist irgendwie falsch rum. Dann sitzt du hier so, oh, geil. So, der braucht hier noch eine Survival-Tür. Ja, nehmen wir einen Premium-Seifenspender. Es ist einfach schön. Könnt ihr mir nichts erzählen. Das ist doch einfach Deluxe. Also, sagen wir mal, ganz normale Situation, ne? Gehst du so rein, oh, ich bin der Kalle, oh, harter Tag auf YouTube gehabt wieder. Gehst du in die Küche, denkst du so, oh, ich hab Hunger. Aber vorher denke ich mir so, oh, ich hätte mal wieder Bock. Denkst du so, oh, hier hängen ganz viele Dinger, aller. Richtig. Weil allein wie das schon aussieht, ne, das ist halt schon insane. Und dann gehst du in deinen Bunker rein. Und dann guckst du dir hier vom Kalle und vom Henno das neueste YouTube-Video an, ne? Und dann geht's los.
So habe ich mir das jetzt gedacht.